Hallo All for Hunters, hallo All for Shooters, willkommen in Polen. So, jetzt machen wir mal das Schatzkästchen auf hier. Was haben wir denn hier drin? Wow! Fertig! Aus. 50 nehmen wir mal, ja. Hallo liebe Fans von All for Hunters, All for Shooters. Wie man hören kann, hier wird immer noch geschossen. Wir melden uns heute aus Polen und Polen macht wirklich glücklich. Ich habe heute zwei Gäste, einmal Hubert Bodechtel von der Firma Bimax und Zit. Der Einschlag war an 2 Meter von der Scheibe im Boden. Hubert, du fängst jetzt einfach mal an und erzählst unseren Leuten da draußen, was so besonders hier an diesem Schießstand ist. Matze, du hast ja gesagt, was macht uns glücklich? Glücklich macht uns Schützen, wenn wir unseren Sport ausüben können, und zwar auf guten Anlagen, und die haben wir hier wirklich. Wir haben hier eine Anlage, wo wir auf 300, 600 und bis auf 1000 Yards schießen konnten. Dann haben die hier noch einen 50 Meter Stand und hier einen 100 Meter Stand auch. Alles in die Natur eingebettet. Wo hat man das in Deutschland, wo man also nach Herzenslust das Thema Long Range ausleben kann, unsere Sportart? Wir haben hier eine Langwaffenbahn, wo du hinter mir siehst, 15 Stände überdacht, 100, 300, 600 und 800 und die 915, also sprich 1000 Yards. Feucht in der Hose? No way. Not at all. Wir sind ja hier nicht zum Vergnügen. Wir werden dieses Event vielleicht um 10, 15 Startplätze erweitern, aber nicht mehr, weil wir wollen die Qualität erhalten und nicht hier auf Quantität machen. Also das wird nach wie vor immer wieder einen Trainingscharakter haben, der im Fokus steht, und dann aber dann zeitgleich auch den Wettkampfcharakter dann einen Tag später, dass man weiß, wie das dann in Wettkämpfen abläuft. Ne? Kommt gleich die nächste Frage. Sid, hast du in Deutschland auch das Gefühl, dass das Thema Long Range immer mehr kommt? Wenn immer mehr Schützen das Problem ist, es fehlen einfach die Stände. Spotter ready. Shooter ready. Send it. Ja, 2 Meter hoch. Hubert, auf der anderen Seite ist es natürlich so, wir sind ja hier heute auch aus einem bestimmten Grund hergefahren. Und zwar war die Waffenkombination, die wir mitgenommen haben, also ich glaube, wir hatten in den letzten 2 Tagen die dünnsten Rohre am Start. Wenn man sich die anderen Setups angeguckt hat, wir haben hier heute eine kleine Außenseiterrolle gehabt, oder? Ja, auf jeden Fall, denn wir haben jetzt nicht diesen Ultra-Long-Range-Sport betrieben, sondern wir wollten heute mal mit hybriden Waffen antreten, heute und gestern. Das Thema Long-Range-Schießen wird natürlich auch von vielen Jägern betrieben, und wir haben heute Waffen eingesetzt, die sowohl für die Jagd als auch für das Sportschießen, also für das Long-Range-Schießen geeignet sind. Und da haben wir die Hover dabei gehabt und die Anschütz 1782 in relativ normalen jagdlichen Kombinationen, so wie sie viele Jäger bei uns in Deutschland auch haben, und wollten mal schauen, was bringen die Waffen und vor allem mit die Munition, wir haben auch jagdliche Munition dabei gehabt, auf solche Ultra-Long-Distanzen. Und das können wir alles... Ein paar Schuss haben wir dabei. Ein paar Schuss? Aber nur ein paar, ne? Für den Vormittag wird es reichen. Ja. Könnte länger. Ja. Wir müssen bloß aufpassen, dass wir die richtige Murmel in die richtige Waffe reinstopfen. Sid, kannst du unseren Zuschauern da draußen mal erzählen, was man eigentlich in Vorbereitung für so ein Long-Range-Event machen muss? Ja, Vorbereitung ist das A und O beim Long-Rangen. Es spielen so viele Einflussfaktoren eine Rolle.
Ihr habt es ja gestern und heute gesehen, was man alles mit beachten muss. Es ist nicht nur die Entfernung und das Wetter und Temperatur und Wind, sondern es geht halt einfach los, Waffensetup. Was haben wir, was für Montage haben wir drauf, was für eine Optik, wie spielt Waffe und Munition zusammen. Natürlich Vorbereitung, dann erstmal muss gut eingeschossen sein und die Möglichkeiten, die man zu Hause hat. Bei uns war es jetzt 300 Meter, dass man auf 300 Meter das Ganze zumindest mal, ja, ich will jetzt nicht sagen genullt, aber zumindest mal probiert hat, mit welchen Klicks ja. Muss ich auf 300 Meter sauber in die Null kommen. Ja, und dann sind wir da, dann bist du andere Location. Wetter ist natürlich anders als vor 2 Wochen, als wir es probiert haben. Und dann ist einfach nochmal alles neu gewürfelt. Du hast gestern gesehen, wir waren wieder wild am Rechnen, dass wir auf die Scheiben gekommen sind. Aber genau das macht ja auch den Reiz aus. Der Stand ist top, alles modern, super organisiert hier tatsächlich. Ihr seht das auch im Hintergrund vielleicht, alles überdacht. Den Event haben wir alle ehrenamtlich organisiert. Ja. Wir haben im September damit angefangen. Waren nach 3 Wochen ausverkauft, sage ich jetzt mal. Wir haben jede Menge gute Sponsoren und so weiter dazu bekommen. Es war eine tolle Teamleistung heute tatsächlich. Also wir haben uns gegliedert in verschiedene Teams. Hat super funktioniert. Wäre ohne die Teams gar nicht gegangen. Fängt bei uns bei der Organisation in Deutschland an, was die Anmeldung angeht, und hört auf bei Marius, der guckt, dass die Scheiben laufen und so weiter. Also tolles Teamwork gewesen. Kurze Laufwege, was du ja auch nicht immer überlässt. Manchmal ist das Camping da hinten oder irgendwas. Alles hochmodern, alles sicher, super. Veranstaltung, super Stand, ja. Marius, kannst du ein bisschen was sagen, wenn man mehr wissen will, wo informiert man sich? Ja, www.long-shooting.com. Und das ist unsere Webseite. Ja, und einfach Mail schicken, dann wird beantwortet, ja. Das ist jetzt das Hybrid Zielfernrohr von Noblex, ne? Genau, Hybrid-Zielfernrohr mit Hybridwaffe, Anschluss 1782 mit dem GRS-Schaft, Hybrid für Jagd und Sport. Heute ist ganz klar, sind wir im sportlichen Einsatz. Set, was läuft? Ich versuche gerade das Labradar einzurichten und mit dem Bluetooth zu verbinden. Funktioniert es, ne? Sehe ich dann, um die V0 zu messen. Unsere Geschwindigkeit haben. Ja, Verbindung steht. Wir hatten ja gestern halt einfach wieder dieses typische Phänomen. Es gibt eine ganze Menge Zahlen auf den Verpackungen der Hersteller. Genau. Und jetzt sind wir wieder beim Thema Messlauf. Wir haben aber bei der Heckler & Koch, wie viel waren es? Fast 30 cm weniger gehabt? Ja, wir haben einen 42,5 cm Lauf und angegeben war auf der Packung der Messlauf mit 750 mm. Da war natürlich wesentlich mehr V0 auf der Patronenpackung abgedruckt, als wir in Realität gemessen haben. Weil du es gerade angesprochen hast, es gibt ja auch zum Beispiel in Vorbereitung auf die Drückjagd, gibt es ja auch halt einfach, wenn man zum Beispiel einen Stand bezieht, bestimmte Schritte, die man einfach abarbeitet. Das Gebetbuch. Hier ist es ja auch nicht anders. Wir sind ja hier nicht auf der Jagd, aber hier sind es ja auch mehrere Faktoren, die eine Rolle spielen. Und wir sind gestern auf die Zahl 13 gekommen. 13 Punkte, die sicherlich wichtig sind. Da werden bestimmt noch ein paar dazukommen, aber 13 haben wir rausgearbeitet, die wirklich für das Long-Range-Schießen essentiell ist, um erfolgreich zu sein, um auch auf weite Distanzen zu treffen. Ja, kannst du dich noch an eine erinnern, wo du sagen würdest, das ist mit einer der wichtigsten? Eigentlich sind alle wichtig. Ich weiß nicht, ob jetzt da groß vorweg. Aber was Vorbereitung angeht, was man halt im Vorfeld schon machen kann, ist im Waffensetup, dass man weiß, wie viele Klicks kann ich machen, dass das Zielfernrohr überhaupt die Verstellmöglichkeit hat. Dass ich rechnerisch zumindest schon mal weiß, ich habe die Verstellmöglichkeit, weil es kommt ja auch auf die Munition. Es ist ein Zusammenspiel Waffe, Munition, Optik, dass ich rechnerisch zumindest den Geschossabfall kompensieren kann mit der Kombination Waffe, Optik und Munition. Vor vorne und vor hinten ist es nicht schlimm, seitlich ist ausschlaggebend. Aber der ist nicht stabil, der Wind. Er kreist. Wir haben bewusst ein schweres Geschoss, 185 Grain verwendet, Softpoint Bullet, also das hier keiner der anderen hatte. Das ist eine Munition, die von mir auch selber auf der Jagd verwendet wird. Das ist die von Lapua gewesen und ich wollte mal schauen, wie weit
Commodore wirklich dann. Und das war für mich eine sehr interessante Erkenntnis, dass die Waffe selber, natürlich muss die Waffe vernünftig schießen, also die Grundpräzision ist da, aber dann die anderen Einflussfaktoren sind hier bei diesem Sport genauso wichtig. Mhm. Und wir haben gesehen, dass wir auf die jagdlichen Distanzen so bis 200 und ich sag mal maximal 300 Meter mit dieser Munition auch vernünftige Präzisionsergebnisse erzielen können. Darüber hinaus hat die Munition einfach nicht die Leistung, soll sie auch nicht im jagdlichen Bereich. Und vor allem kommen dann andere Komponenten dazu, wo man sagt, hier ist dann jagdlich eigentlich absolut Schluss, weil dann die Streuung so groß wird, was auf der Jagd einfach nicht mehr weitgerecht wäre. Eine Minute. Wir hatten eine Windfahne und ein Windrad hatten wir direkt beim Schützen. Hubert, gib alles. Aber natürlich, wenn ich rausgehe bis auf die 900 Meter, haben wir noch ganz andere Gegebenheiten. Wir hatten dann am Schützenstand Wind von rechts, irgendwo auf 300 Meter war er dann von links. Ja. Und weiter vorne, direkt auf 600 oder 800 Meter war nochmal eine Fahne, war er wieder genau andersrum. Sind die Schützen bereit? Ja. Ja. Achtung! Feuer! Und das war dann das Problem, da bist du dann wirklich gefordert, wenn er schön gleichmäßig überall vor einer Seite kommt, ist es relativ einfach. Dann kannst du den relativ einfach handhaben und einfach gegen den Wind halten, das kann man ausrechnen. Und dann entweder gegenhalten oder klicken. Fürs Klicken hat man meistens keine Zeit. Mhm. Und ihr habt es gesehen, wir haben Scheiben auf 300 Meter dabei gehabt, wo man... So stark war der Wind heute gar nicht, aber wir haben, die waren um 20 cm oder noch mehr, der Hubert hat es ausgemessen, glaube ich, hat er wirklich der Wind die Geschosse verblasen, kann man sagen, oder halt versetzt. Hubert, erstes Wertungsschießen heute, wie ist gelaufen? Ja, das werden wir sehen, wenn die Scheiben reingeholt werden. Also ich habe meine Punkte abgearbeitet, meine Kicks so gemacht, wie wir es gestern vorberechnet haben. Jetzt werden wir sehen, schon auf 300 Meter siehst du nicht mehr, wo der Schuss sitzt, geschweige denn auf 600 oder auf 800 Meter. Wenn wir gestern einen Fehler gemacht haben, dann wird sich das jetzt sehr deutlich auswirken. Ja, vielleicht haben wir es richtig gemacht, dann haben wir ein paar Treffer drauf, aber ja, es hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Das ist das Wichtigste gewesen. Dieser Wettkampfcharakter ist echt cool gewesen. Ja. Ja, das ist das Ergebnis von den 300, die wir mit der Jagdmunition geschossen haben. Natürlich sind da der ein oder andere Schuss auch von der Schützenstreuung auch mit dabei. Aber die Tendenz, wo man sehen kann, wenn man jetzt die Gruppen sieht, ist alles ein bisschen hoch. Wir haben gestern auf 14 runtergedreht, 14 Klicks. Hätten jetzt vielleicht doch die 16 lassen sollen, dann wären wir diese 6 cm weiter drin gewesen. Aber so ist es halt beim Long-Range-Schießen. Kleine Fehler oder beziehungsweise kleine Auswirkungen machen sehr, sehr viel aus. Dann. Die 600er Scheibe ist interessant, denn die Scheibe hat hier unten mal zwei Treffer, ja, auf 600 Meter und dann sind hier Querschläger drauf. 1, 2, 3, 4 Querschläger. Das heißt, ich habe vor die Scheibe hingeschossen, ja, und die Querschläger sind dann aufgestiegen und in die Scheibe rein. Das heißt, unser Haltepunkt hat nicht gepasst. Wir hätten hier auch ein bisschen höher halten müssen, dann wären wir auf der Scheibe gewesen. Aber das ist einmal ein Zeichen bzw. ein Hinweis, man hat nicht drüber geschossen, sondern drunter geschossen, zu kurz sozusagen. Und da sieht man jetzt, wie der Sand gesplittert hat, also das sind die ganzen Einschläge von den Sandkörnern. Ja, mein, auch 600 Meter mit Jagdmunition, das war eigentlich klar, also es war zu erwarten, dass wir hier keine Präzision herkriegen. Aber doch... ja, ein Ergebnis, dass man sagt, wenn man jetzt noch die genauen Zahlen hat, die genauen Daten, dann kann man auch noch einigermaßen wohin treffen dann. Ne? Aber nicht zu vergleichen dann mit den Profis, die jetzt mit Matchmunition und mit getunten Waffen schießen. Ja, bei der Bundeswehr hat man gesagt, man hat das Bundeseigentum nicht beschädigt. Die 800er Scheibe, die kann ich bloß mal ganz kurz herzeigen.
Da ist nichts. Die kannst du mal benutzen. Die kann man nochmal benutzen, deswegen nehme ich sie auch mit. Auch da ist nicht ganz unerwartet. Nochmal, wir haben 185 Grain Jagdmunition, Softpoint Bullet geschossen. Dass die da hinten überhaupt ankommt, wussten wir. Aber wir haben hier rechnerisch einen Haltepunkt von 10 Meter drüber gehabt oder 10,5 Meter. Und wenn man sieht, welche Auswirkungen, dass Kleinigkeiten auf kürzere Distanzen haben, dann ist es klar, dass bei 800 Meter, also wenn das nicht hundertprozentig passt, dann klappt das mit der Jagdmunition auch nicht. Ja, weil man hat gesehen, also die Waffe und auch das Geschoss hätte die Präzision auch schon hergegeben. Uns ist dann aber auf die weiteren Entfernungen die Klickverstellung ausgegangen, beziehungsweise die Haltepunkte dann mit dem normalen Zielfernrohr. Das hatte also ein ganzes normales Vierer-Absehen drin. Und wir haben uns dann doch rangetastet und dann ab auf 800 Meter, also hatten wir keine Haltelinie mehr im Ziel mehr, sondern wir mussten aus dem Ziel rausgehen und uns irgendwo im Gelände einen Haltepunkt suchen. Haben wir dann beim NZ8 bei Noblex haben wir nicht mehr gehabt. Da hast du einen 34er Durchmesser gehabt und einen unheimlich hohen Verstellweg. Das heißt, wir konnten mit dem Absehen selber noch im Ziel halten. Also könnten mit etwas entweder mit hochhalten oder noch besser, was wir dann heute Nachmittag gemacht haben, wenn wir unsere Klicks kannten. So, Freunde, das ist ein langer Schuss. Wie sieht's aus? Seid ihr soweit? Jawohl. Ja. Dann zum letzten Magnumquart. 36800. 30 Schuss. Dass man einfach diesen Verstellweg genutzt haben und haben auf die jeweiligen Distanzen uns rangeklickt und konnten dann auf 300, auf 600, auf 800 und dann am Schluss auf die 1000 Yards konnten wir eigentlich Fleck anhalten, was eine unheimliche Erleichterung war, wenn du einfach auf ein Ziel mit dem Sender drauf gehst, als dann aus dem Ziel rausgehen und in deinen Haltepunkt irgendwo anders zu suchen. Das war also für mich auch eine wichtige Erkenntnis, dass man, wenn ich dieses Ziel auf der Hova gehabt hätte, dann hätten wir mit der Hova im Kaliber 308 mit Sicherheit auch noch bessere Ergebnisse gehabt und wo es noch mehr Spaß gemacht hätte. Sid, kannst du ein bisschen was zu deinem Setup sagen? Du hast ja auch mit zwei, also du hast ja mit deinem privaten Setup. Ich habe zwei private Waffen dabei gehabt. Eine ist mehr oder weniger brandneu, Kaliber 338 Lapua Magnum. Die hat erst 16 Schuss runter gehabt, wie ich heute auf dem Stand gekommen bin. Hat noch nicht mehr als 300 Meter gesehen vorher. Die ist eigentlich nur für sowas. Ich nutze die meisten Waffen, die ich da habe, ja, sowohl jagdlich als auch sportlich. Aber da ist einfach, die hat halt einen 230 Zoll Lauf. Das Ding wiegt fast 10 Kilo. Gut, die ist auf der Yacht etwas unhandlich und das Kaliber ist auch etwas groß für das Wild, was bei uns im Revier vorhanden ist. Wir hatten vielleicht auch noch eine andere Waffe dabei, das sollte man auch erwähnen, die also mit der Jagd eigentlich relativ wenig zu tun hatte. Ne? Sind ja, jetzt vielleicht kannst du uns über die HK-28 genau. Sagen. Ja. Ich bin ja auch die 300, 600, 800 Meter Challenge mit der G28Z gestartet. Auch nicht ganz optimal für die Distanzen, weil wir einen relativ kurzen Lauf haben. Aber wir wollten einfach wissen, was geht da, weil die 308 geht normalerweise auf 800 Meter auch. Und Gott, beim Militär, die schießen das auch 800 Meter. Vorhin war die Frage, was würdest du ändern an der Hova? Ich würde als erstes ändern einfach nur eine Montage mit Vorneigung. Richtig, ja. Das war eigentlich das Zielfernrohr. Ja. Ich weiß nicht, wie viel das hat mit Sicherheit nicht den Verstellweg, der das andere 80 hat. 80 Zentimeter oder sowas. Ja. Auf jeden Fall war es nach oben einfach zu wenig. Und wenn man die Vorneigung, weil in die andere Richtung muss man eigentlich nie verstellen nach oben, sondern passende Vorneigung drauf und dann kannst du auf jeden Fall schon mal ein ganz Stück weiter rauslangen. Das zur Hova. Die Anschütz gefällt mir persönlich einmal optisch schon mal sehr gut mit dem GRS-Schaft. Der fasst sich auch super an. Also haben wir vorhin schon gesagt, kann man wunderbar ergonomisch anpassen auf den jeweiligen Schützen, Körpergröße und so weiter. Und dann natürlich auf die Schießposition, ob es jetzt liegende Position ist oder sitzend oder wie halt jachtlich, wo man eh am Hochsitz versucht, irgendwo überall aufzulegen. Entsprechend
dementsprechend ist es dann aufgegangen auf 800 Meter, weil ab 800 Meter waren wir dann schon im Unterschallbereich mit der Munition. Und da ist, das ist auch Thema, Übergang vom Geschoss, Überschall in den Unterschallbereich, da ist halt dann die Präzision schwer am Leiden, weil es da ballistisch ins Tun kommt. Nix, kein Staub. Wo würdest du, Hubert, jachtlich die Kombination, die wir jetzt dabei hatten, die Anschütz und die Hova mit dem Noblex-Glas, bis wohin würdest du sagen, das ist machbar, damit jachtlich unterwegs zu sein? Also die Hova im Kaliber 308 mit dem 5- bis 30-fachen Zielfernrohr von Noblex. 300 Meter, dann ist absolut Schluss. Vor allem dann auch mit der Patrone, wo wir geschossen haben, 185 Grain. Alles andere macht keinen Sinn mehr. Und auch auf 300 Meter muss es dann schon also ein starkes Stück sein. Ja, Matze, jetzt gehen wir mit der 300 Winmark von der RWS. Gehen wir jetzt in die Magnum-Klasse, schießen wir aus der Anschütz raus. Geht jetzt auch wieder auf 300, 600 und 800 Meter. Mal schauen, ob die richtig in die Mitte fliegen. Mit der Anschütz, da haben wir ein anderes Kaliber gehabt. Die 300 Winmark haben wir da drin gehabt. Haben das neue NZ8-Zielfernrohr drauf gehabt. Und anderes Absehen, ganz klar. Ein ballistisches Absehen, mit dem wir arbeiten konnten. Der große Verstellweg von bis zu 3,20 Meter. Über 300 Meter. Ja, das Ergebnis schaut im Moment einmal verheerend aus, aber wenn man es mal analysiert, dann sieht man, okay, die hätten mit Sicherheit daher gehört. Zweiergruppe hätte gepasst, die Gruppe hätte gepasst, die Gruppe hätte auch da reingepasst, die wären da und die wären auch da. Im Endeffekt hätte gepasst, aber die Seitenwindabweichung war auf 100 Meter so stark, dass man die alle zu weit nach links gedreht hat. Gut, auch da würde ich sagen, jagdlich 300 Meter, dann ist auch Schluss. Wir haben ja ein anderes Video gedreht, wo man sagt, wo ist dann die Wirkung? Die Präzision war auch auf 600 Meter. Die Präzision war dann fürs sportliche Schießen auf 600 Meter wirklich in Ordnung. Ja. Sollen wir deine Scheibe nochmal neu werten? Nee. Aber das ist genau das, was dir jetzt auf den 600 geholfen hat. Da war es dann wieder egal, weil auf der 600 hast du die 800 Punkte rausgeschossen. Ja. Auf 600 bist du gut. Ich hätte gerne auf die 300 geschossen, aber das Gute ist halt, du bist ein, wie sagt man immer, hier für lange Distanzen gemacht und nicht für kurze Distanzen für 300. Aber für mich ist jetzt gut, es hätte alles gepasst, ich habe nur einen Klickfehler. Was heißt Klickfehler? Also ich habe auf 0 gehabt, weil ich habe gedacht, der Seitenwind ist. Ja, aber hätte. Hätte wäre wenn. Wäre wenn, ja. Aber dafür hast du es auf 600 richtig gemacht. Was ist schon gefährdet? 78 auf 600. Echt? Ja. Ja, wir waren alle überrascht. Ja. Ja, hätte von dir keiner mehr erwartet. Nee, also auch auf 800 oder auf 1000 sind wir mit der Anschütz sehr erfolgreich gewesen. Ich war da sehr positiv überrascht. Tja, Hubert, das, was auf 300 Meter nicht geklappt hat, hat auf 600 Meter geklappt. Ja, das sieht man auch. Ich meine, die sind alle zu weit links dann. Aber die Seitenwindabweicher auf 600 waren anders wie auf die 300. Da hat es mir wieder geholfen, dass ich. Ja, ich habe einen habe ich noch gemacht. Und das hat gepasst. Ich bin über die Gruppe zufrieden und der Haltepunkt auch. Das war mir eigentlich das Wichtigste. Ne? Und das ist eben das, wo man sagt, okay, man kann diese Waffe für die normalen und vielleicht etwas, ja doch, etwas weiteren Distanzen, 200, maximal 300 Meter, kann man die Waffe auch mal jagdlich dann führen oder kann sie jagdlich führen. Und man kann gleichzeitig dann, wenn man sportlich dann auch schießt, hier im Long-Range-Bereich, unheimlich viel Spaß mit der Waffe haben und der Waffenkombination. Zumindest dreimal getroffen. Hat er voll Gas gegeben, ja. Vollgas. Definitiv. Nur positiv denken. Oh. Hubert! 300 Winmark, das Ziel von Gorm im 34er Verstellweg von Noblex. Dann die Anschütz, was noch ganz wichtig war, das weiß nicht, ob Sie auch so empfunden habt, das war der GOS-Schaft, den wir drauf hatten. Du hast dreimal getroffen. Ja, viermal. Oder? Vier. Ja, ich glaube aber drei Wertungstreffer. 1, 2, 3, 4. Jetzt können wir mal. Ja, da haben wir so null. Ja. Aber das ist ein gutes Zeichen. 16 Punkte. Auf jetzt 800. Jetzt haben wir unsere Haltepunkte für dich, Matze. Ja. Passt. Wir haben im Liegen geschossen und das war der ganz andere Anschlag als im jagdlichen Bereich. Und der hat mir persönlich viel gebracht, weil ich einfach dann sauber wieder im Anschlag gehen konnte. Also die Kombination von dem Ganzen und die war wichtig. Bye.
Sid, eine Frage noch an dich. Ich habe gesehen, du hast so ein Buch immer mit nach vorne genommen. Du hast auch so ein kleines Buch dabei gehabt. Was gehört dann eigentlich zur Grundausstattung eines Longrange-Schützen? Gut, Buch ist im Prinzip die persönliche Datensammlung. Am besten, ja, wie hat man gesagt, Rohdaten sind geil. Alles mitschreiben, was wir irgendwann geschossen haben. Temperatur, Wind, was für Munition, was für V0. Schreibst du wirklich jeden einzelnen Schuss auf? Jeden einzelnen nicht, aber wenn ich jetzt, also bei, als Barrel-Log ja, dass ich sage, ich habe so und so viel Schuss gemacht. Aber wenn ich jetzt an dem Tag bin und auf der Distanz und mache wegen mir 10 oder 20 Schuss, dann schreibe ich mir zumindest auf, was habe ich da für V0 gemessen, angenommen, ausgerechnet in der Ballistik-App. Welche Klicks habe ich gemacht, welcher Wind war, welches Licht war und so weiter. Also im Prinzip die kompletten Umweltbedingungen, die geherrscht haben und was man am Gewehr in welcher Art wie verstellt hat. Schieß doch gar nicht! Lauf es hier. Hat man, siehst du was? Konnte ja vom Nachbarn sein, ne? Ich hab gar nicht geschossen. Ja, dann war es vom Nachbarn. Kein Staub. Diese Erkenntnis, die du aus diesen zwei Tagen gewinnst, ist ja für dich selber halt einfach auch ein Lernfortschritt. Man lernt immer was dazu, ja. Und man ist halt einfach auch gut vorbereitet, möglicherweise fürs nächste Stammtischgespräch, weil man eben sagen kann, okay, auf dem Schießstand, was auf dem Schießstand funktioniert, muss ja nicht augenscheinlich halt einfach auch auf der Jagd funktionieren, oder? Theorie und Praxis sind wie immer, driften doch manchmal sehr weit auseinander. Und man hat jetzt gesehen, nur durch Übung, nur durch Training kommen neue Erkenntnisse, neue Erfahrungen, wo man dazu hat, die einen dann besser machen, wenn man A, den sportlichen Anspruch hat, dass man auf weitere Distanzen engere Gruppen zusammenbringt oder dann auf jagdliche Distanzen, dass man sagt, okay, ich kann hier einfach einen weitgerechten Schuss anbringen, aber bis zu dieser Entfernung und alles andere wird das Risiko zu groß, weil wir es schon x-mal ausprobiert haben und weil wir es schon x-mal gesehen haben. Ja, der Winddrift ist einfach so, ich kann ihn nicht mehr berechnen. Also wir haben mittlerweile beide eine Lesebrille genau genommen, aber haben sie beide nicht dabei. So, liebe Freunde, das war es schon wieder gewesen mit unserem Video hier bei All for Hunters, All for Shooters. Und wie ich ja am Ende unserer Videos immer sage, abonniert unseren Kanal, das kann nicht schaden, denn da bleibt ihr dann auf alle Fälle auf dem Laufenden. Ich sage danke Hubert, ich sage danke Sid, dass ich euch begleiten durfte und ich hoffe, dass wir uns nächstes Jahr hier in Polen wiedersehen. Und jetzt auf zur Siege, sonst verpassen wir die noch. Genau, und ihr abonniert diesen Kanal, klickt auf das Glockensymbol und dann seid ihr immer auf dem Laufenden. Gut, wir gehen jetzt los. Ja. Sid, komm. 243 Punkte. Brauchst du nochmal? Ja.